Was ein Frühling, oder? Es geht wieder los, die Sommersaison startet und ich mache deswegen mein Fahrzeug ready mit dem Frühlingscheck. Und wenn dich das interessiert, was ich alles mache, damit mein Fahrzeug wieder startklar für die Sommertouren ist, dann würde ich sagen, bleib super gerne dran. Hey und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und ihr seht es schon im Hintergrund. Ich stehe in wunderschöner Kulisse. Die Bäume blühen, die Wiesen, die sind schon richtig saftig grün. Das Ganze geht dieses Jahr so schnell, wie ich es noch nie erlebt habe. Und deswegen wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn für meinen Frühlingscheck am Fahrzeug. Und dabei ist es übrigens egal, ob ihr euer Fahrzeug im Winter eingemottet habt oder so wie ich im Winter viel auf Wintercampingtouren unterwegs wart. Im Frühling gilt es doch wieder einiges zu machen. Zumindest handhabe ich das so. Und was mache ich da alles? Das gucken wir uns jetzt ganz kurz in der Gliederung an. Im ersten Teil, da schauen wir mal auf die technische Checkliste des Basisfahrzeuges. Danach gucken wir uns das Fahrzeug von außen an. Da geht es um Themen wie Außenreinigung und vieles mehr. Dann gehen wir in das Fahrzeuginnere. Da geht es auch um Reinigungsthemen. Und danach im letzten Teil schauen wir uns die technische Checkliste für den Fahrzeuginnenraum an. Und dann sind wir auch schon wieder durch und können richtig schöne Sommertouren starten. Bis dahin heißt es jetzt aber erstmal Ärmel hoch und Maloche. Viel Spaß bei diesem Video. Als allererstes gucke ich mir mal die ganzen Füllstände an und zwar completely. Angefangen natürlich vom Öl. Dabei verlasse ich mich nicht nur an die Anzeige, die ich im Cockpit habe, sondern gucke auch gerne, wenn ihr noch einen habt, auf den Ölstab. Ich gucke natürlich nach dem Scheibenwaschmittel. Ich gucke nach der Bremsflüssigkeit, Kühlerflüssigkeit. Und ganz wichtig, ich checke immer noch mal den Füllstand meines AdBlue-Tankes. Das ist auch wieder interessant. Das habe ich neulich beim Peugeot gesehen. Da gibt es sogar eine Anzeige im Cockpit direkt bei meinem Fahrzeug. Musst du da ein bisschen tippen, aber dann hast du auch die Anzeige. Und ansonsten, weiß ich nicht, muss man vielleicht fühlen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr bei eurem Fahrzeug nach dem AdBlue Füllstand guckt. Naja, und wenn ihr dann die ganzen Füllstände durch habt, dann sind wir noch nicht am Ende. Da geht es natürlich noch weiter. Wichtig ist natürlich auch die Batterie. Warum stehe ich jetzt hier am Fahrersitz? Weil meine Fahrzeugbatterie hier unter dem Fahrersitz ist. Jetzt hast du da verschiedene Messmethoden. Ich kann das Ganze wieder über mein Cockpit kontrollieren und sehe, dass hier alles fein ist. Wichtig bei meinem Frühlingscheck sind mir auch immer die Reifen. Dabei checke ich zum einen natürlich das Profil, aber auch den richtigen Luftdruck an allen Reifen. Und zwar nicht nur an den vier montierten, sondern wenn ihr ihn haben solltet, auch am Ersatzreifen natürlich. Beim Thema Reifen checke ich auch immer nochmal die Radschrauben. In meinem Fall prüfe ich hier das Drehmoment auf 160 Newtonmeter. Gerade beim Reifenwechsel jetzt im Frühjahr, wenn ihr auf Sommerreifen gewechselt haben solltet, ist dieser Check nochmal nach 50 bis 100 Kilometern sehr, sehr wichtig. Wenn ihr generell noch mehr über Reifen wissen wollt, da habe ich vor kurzem erst ein Video veröffentlicht. Wer es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das sehr gerne hier oben. Und wenn ihr schon hier unten kniet, dann inspiziert auch mal den Unterboden. Schaut mal, ob irgendwo Flüssigkeiten auslaufen, ob irgendwelche Beschädigungen zu sehen sind und dann könnt ihr entsprechend reagieren. Wenn ihr Stützen habt, super einfach. Ansonsten behelft ihr einfach mit dem Spiegel am Stock und ihr könnt alles genau im Detail anschauen. Und dann zu guter Letzt kontrolliere ich nochmal die Scheibenwischer. Und wenn das bei euch so geht wie mir, dass die immer schlieren, das hasse ich wie die Pest, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tauscht sie aus oder ich versuche das Ganze jetzt mal mit so einem Reparaturset zu erneuern. Ich habe mir dazu eins besorgt. Was ihr dazu aber als allererstes machen müsst, ist die Wischblätter auf Servicestellung zu bringen. Wie das funktioniert, ist ganz, ganz einfach. Ihr schaltet einmal die Zündung an, dann wieder aus und dann einmal mit dem Wischer nach oben. So, und dann sind die Scheibenwischer oben. Ihr könnt die nach vorne klappen und dann könnt ihr sie vor allem auch hier direkt rausziehen. Das ist wahrscheinlich am Ende am einfachsten und schon geht's los. Wichtigste ist am Anfang mit einem feuchten Schwamm hier reinigen. So, und dann habt ihr hier so einen Schneider. Da ist Nummer 1 ganz wichtig. So, das setze ich hier an. Und dann könnt ihr das so durchfahren und schneidet quasi die oberste Schicht des Gummis ab. Und dann habt ihr hier so eine ganz feine Schicht abgeschnitten. So, danach noch einmal drüber gewischt und dann könnt ihr wieder montieren. Ja, und als nächstes inspizieren wir das Fahrzeug mal von außen. Und das Allerwichtigste ist dafür, damit wir es überhaupt mal richtig inspizieren können, wir waschen es. Wir waschen es komplett frei von den ganzen Salzen, die wir im Winter vielleicht erlebt haben oder auch vom Staub, den wir im Winterlager eingefangen haben. Dazu bin ich an die Waschstraße gefahren. Es gibt auch ein eigenes Video dazu. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das Auto schön waschen und danach guckt ihr euch das Fahrzeug nochmal an. Das Wichtigste ist, dass ihr einfach guckt, ob irgendwelche Lackschäden sind. In meinem Fall wären es dann irgendwelche Schäden an der Folierung, ob da irgendwas auffällig ist. Was auch immer ganz wichtig
Wichtige ist, wir gucken uns die Gummidichtungen an und pflegen die auch mit einem entsprechenden Mittel. Ich verlinke euch das natürlich alles, wo es das gibt. Und zwar nicht nur hier an den Türen beispielsweise, sondern auch an den Fenstern. Und auch die Fenster würde ich mir nochmal ganz explizit anschauen und vor allem auch entsprechend reinigen und polieren. Auch dazu gibt es von mir schon ein Video. Wen es interessiert, verlinke ich euch natürlich alles sehr, sehr gerne. Entweder hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Wenn wir dann außen fertig sind, dann geht es natürlich in den Innenraum und auch da wird als allererstes mal gereinigt. Bevor ich das mache, nehme ich die Teppiche, die ich für den Winter immer mit dabei habe, raus und unterziehe die auch einer ordentlichen Reinigung. Naja, und dann geht es ans Fahrzeug. Es gibt ja schon mal ein Video zu der Innenreinigung des Fahrzeuges, das verlinke ich euch auch sehr gerne. Ich schaue hier wirklich auf jedes Detail und eines will ich hier auch noch mal als kleinen Hack wirklich zeigen, weil es wirklich wichtig ist. Saugen alleine bringt in der Regel nichts, sondern pusten muss man auch immer. Damit kriegst du dann auch wirklich alle Fugen frei von Staub, von Sand, von irgendwelchen Split, der im Winter natürlich auch viel unterwegs ist. Ja, aber mit dem Reinigen allein war es das noch nicht. Also ganz wichtig ist mir, aber auch hier meinen Entenfreunden im Fahrzeug immer die Wasserhygiene. Stimmt's, Männer? Ja, finde ich auch. Denn Frischwasser, aber auch die Leitungen und der Abwassertank, die sollten einmal im Jahr gereinigt werden. Und ich mache das immer im Frühjahr. Und mir geht es dabei nicht nur um die Hygiene, sondern vor allem auch um das Entkalken. Denn mein Wasser, das ich tanke, ist immer sehr kalkhaltig, da wo ich bin, sehr hartes Wasser. Und mir geht es auch darum, dass die ganzen Leitungen, das ganze Wassersystem eben von diesem Kalk zu befreien. Das ist eine ekelhafte Arbeit, da bist du am Ende locker einen halben Tag beschäftigt, aber ich finde es eben sehr, sehr wichtig. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Männer, hey, knapperst du? Hast du mir jetzt den Hintern gebissen? Du Sack, was ist denn los mit dir? Schaut mal, der ist total verrückt. Also, Wasser, seht ihr schon, ist uns dreien echt wichtig. Ist dann die Außen- und die Innenreinigung erledigt, dann kümmere ich mich um den letzten Part, und zwar die Checkliste des Innenraumes. Und dabei gucke ich als allererstes mal auf irgendwelche Undichtigkeiten. Dabei rede ich nicht nur von Teil- oder Vollintegrierten, sondern auch bei mir im Kastenwagen kann das natürlich passieren. Zum Beispiel an Fensterdichtungen, an den Hekis, an Dachdurchbohrungen, die ich zum Beispiel für meine Solaranlage habe etc. Also auf sowas gucke ich einfach mal und inspiziere mein ganzes Fahrzeug. Und dann gucke ich der Elektronik nochmal ein bisschen auf die Finger. Angefangen mit der Batterie, wie ist der Füllstand? Und ich persönlich achte nicht nur drauf, ist sie voll geladen, wenn ich losfahre, sondern ich entleere sie auch mal ganz gezielt und lade sie auch nochmal auf und schaue mal, ob sie sich entsprechend richtig verhält. Also ob sie vom Ladezyklus her dem allen entspricht, wie ich das gewohnt bin, ob sie vielleicht schneller entlädt, als ich das sonst gewohnt war. Also ich achte da einfach nochmal ein bisschen drauf und das mache ich lieber nochmal zu Hause in einem Check, bevor mir das dann auffällt, wenn ich unterwegs bin. Ja, und dann, je nachdem, ob du ihn eingemoddert hattest oder ob du eh schon unterwegs warst, teste ich alles nochmal durch. Also wirklich alle Anlagen, die du irgendwie hast. Wenn ihr habt, kontrolliert eure Gasanlage, ob da alles funktioniert, ob die Piezo-Zündung noch funktioniert oder ob ihr vielleicht immer ein Feuerzeug mit einstecken müsst, ob alles entsprechend dicht ist. Ihr könnt dazu auch zu Prüfstellen fahren. Ich weiß, dass diese Gasprüfung irgendwie offiziell ausgesetzt ist, aber ich achte da gar nicht drauf, weil ich mache das, wenn ich Gas hätte, sowieso. Also würde ich sowieso machen, weil es mir einfach da um meine Sicherheit geht. Also insofern würde ich euch das nur ans Herz legen. Und auch egal, ob das alle 2 Jahre, wenn ihr das nicht oft benutzt, dann macht ihr das lieber einmal im Jahr und geht auf Nummer sicher. Aber will jetzt keine Werbung für Gasprüfinstitutionen machen. Ich meine nur, ich finde, das ist schon eine wichtige Angelegenheit. Und dann prüfe ich alles andere der Reihe nach durch. Ich prüfe bei mir bei der Elektronik natürlich mein Herd, ob er funktioniert. Ich kontrolliere die Heizung nochmal, ob sie funktioniert. Gerade wenn es zu wärmer ist, ist das manchmal gar nicht so einfach. Da könnt ihr aber schauen, geht die Lüftung? Funktioniert das Warmwasser beispielsweise? Ich kontrolliere, ob gerade jetzt Solar bei mir entsprechend ankommt, wie ich mir das erwarte, oder ob ich da irgendwelche Einschränkungen sehe. Ich schaue, ob die komplette Lichtanlage funktioniert, ob die Fernbedienung dazu funktioniert. Gegebenenfalls tausche ich dann auch die Batterien aus. Ich checke bei mir den Max-Fan, ob da auch die Fernbedienung noch entsprechende Ladung hat. Also alles, was ihr irgendwie an Elektronik habt, das checke ich bei mir einfach nochmal durch. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Kühlschrank. Den checke ich auf Funktion, aber natürlich auch auf Hygiene und Sauberkeit. Beim nächsten Checkpunkt dreht sich bei mir alles um die Polstermöbel. Wenn ihr das Fahrzeug eingelagert hattet, solltet ihr auf Feuchtigkeit achten. Und in meinem Fall, wenn ihr es benutzt habt, dann heißt es reinigen. Und als nächstes gucke ich jetzt natürlich auch nochmal in die sanitäre Anlage. Bei der Toilette kommt es natürlich darauf an, mit welcher Toilette ihr unterwegs seid. In meinem Fall ist es eine Klesana. Da gucke ich einfach nochmal drauf, funktioniert die Schweißeinheit noch richtig. Ich schaue, ob ich genug Beutel dabei habe. Ich gucke einfach, ob alles, was irgendwie dazugehört, funktioniert und ausreichend da ist. Wenn ihr zum Beispiel einen trockenen Trenntoiländer habt, dann guckt ihr, ob ihr genügend Streu habt oder auch Beutel, je nachdem, wie ihr da unterwegs seid. Wenn ihr Chemietoilette habt, dann schaut ihr, ob ihr genügend Chemie habt, ob die Dichtungen noch alle ordentlich verschließen. Also auf sowas müsst ihr einfach nochmal konkret achten. Ich gucke bei mir auch nochmal die ganzen Rollos und Plissés
verbessern, ob das alles funktioniert, ob es irgendwo hakt, ob ich irgendwo vielleicht Risse drin habe und was reparieren müsste. Aber nicht nur die Rollos werden gecheckt, sondern natürlich auch die Schubladentüren und Schranktüren. Und sollte es irgendwo klappern, knarzen oder nicht mehr so ganz schließen, wird entweder nachgezogen oder ich helfe mir mit PTFE-Spray. Ein Video dazu habe ich natürlich schon gedreht und findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und zu aller guter Letzt, ich habe es bei der Elektronik ein bisschen wegignoriert, kümmere ich mich noch um meine Alarmanlage. Was mache ich dabei? Ich schaue nicht nur, ob sie funktioniert, sondern ich tausche auch die ganzen Batterien bei meinen Sensoren. Ich selber bin mit einer T-Tronic unterwegs und man sagt, das soll man so alle 2 Jahre, soll man die Batterien tauschen. Das Gute an der T-Tronic ist, sie gibt es dir an, wenn die Batterien leer werden, und das macht meine Anlage. Und da kommt es halt auch wieder darauf an, wie oft benutzt du dein Fahrzeug. Ich benutze das ja sehr, sehr viel als Business Camper. Dementsprechend tausche ich meine Batterien eigentlich fast jedes Jahr. Ja, und damit sind wir jetzt mit dem Frühjahrscheck auch wieder durch. Ich weiß, das ist alles viel Arbeit und am Ende wirst du dann ein Wochenende für brauchen. Besonders schnelle sind da wahrscheinlich an einem Tag durch. Aber ich will nur sagen, es braucht schon ordentlich viel Zeit. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, es ist es wert. Einmal im Jahr mache ich das, check eben mein Fahrzeug auf Herz und Nieren durch und fühle mich damit einfach besser. Und ich hoffe, ihr euch auch. Ich würde mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn ihr noch weitere Hinweise habt, wenn ihr sie einfach unten in die Kommentare schreibt, denn das hilft uns am Ende allen. Ihr findet alle Checklisten bei mir auf der Webseite natürlich auch zum Download und ich ergänze sie sehr, sehr gerne um eure Kommentare, wenn ihr dann noch wertvolle Beiträge habt. Insofern freue nicht nur ich mich drüber, sondern am Ende wahrscheinlich die ganze Community. Danke an euch an dieser Stelle. Und wenn ich schon beim Daumen bin, den könnt ihr natürlich gerne da lassen. Über jeden Daumen nach oben freue ich mich außerordentlich. Das ist für mich eine Mordsmotivation, solche Videos weiterzudrehen. Das will ich sehr, sehr gerne tun. Wenn ihr keines verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Drückt auf die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier ein neues Video rund um das Thema Camping und Wohnmobile gibt. Es kommt in der Regel immer Montag 18.30 Uhr aus, es kommt irgendwas dazwischen, aber ansonsten regelmäßig jede Woche ein neues Video. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, Frühjahrscheck ist gemacht, die Natur spielt mit. Ich wünsche dir jetzt immer wunderschöne Touren und das Wichtigste ist, komm gesund und glücklich wieder zurück, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, da freue ich mich drauf. Alles Gute, bis dann, dein Markus, ciao.